Ach so, das ist Pantelimon oder Pantelion. Pantelimon ist rumänischer Torwart. Der ist, glaube ich, sogar bei Chelsea. Oder? Ist er bei Chelsea? Oder? Der ist auf jeden Fall bei einem größeren Verein und ich hasse Chelsea. Einfach wegen dem Champions League Finale 2012. Wo ich Tränen geweint habe. Nein, ich weine auch Tränen. Nein, ich habe natürlich nicht geweint, aber ich war schon sehr enttäuscht. Sehr, sehr enttäuscht, dass FC Bayern verloren hat. Und jetzt kommen natürlich die BVB-Fanboys und sagen, aber Bayern ist doch scheiße, warum bist du Bayern-Fan? Einfach nur deshalb, weil ich in Bayern wohne, das ist das Erste. Und zweitens mag ich das Team an sich sehr. Oh, das war ja mein Stuhl. Und naja, deswegen bin ich Bayern-Fan seit der ersten Stunde, seitdem ich Fußball mag. Wobei ich sagen muss, am Anfang, ganz am Anfang, als ich noch ziemlich klein war, fand ich Fußball so ziemlich das Langweiligste, was es auf der Welt gibt. Und dann bei der WM 2006 habe ich dann zum ersten Mal wirklich mal richtig Fußball geschaut. Und dann wurde ich irgendwie Fan und dann, keine Ahnung, und so weiter und so fort. Aber wir müssen denen auf die Zwölfen geben, das kommt mir ja ziemlich gut. Naja, so war meine Geschichte von Fußball. Und seitdem schaue ich jeden Tag, oder was ist jeden Tag, jede Woche die Bundesliga. Und verfolge, was der FC Bayern macht. Aber bis jetzt ist ja Pause, aber die Pause ist bald auch wieder um. Und dann geht es endlich wieder los mit der Bundesliga. Und dann kann ich wieder den FC Bayern anfeuern. Worauf ich mich schon sehr freuen werde. Aber naja, ich denke, nicht jeder von euch wird Fußballfan sein, aber die meisten haben, glaube ich, schon so eine Fußballader. Oh, so ein halbnackter Mönch ist da oben. Ach, die ist noch gar nicht tot. Warum hat die denn nichts mehr gemacht? Wir brauchen unbedingt mehr Fernkampfattacken. Na super, jetzt haben wir verfehlt. So, und bam. Also bis jetzt dauert das noch ziemlich lange, einfach nur deshalb, weil wir noch keine gescheite Waffe haben. Hätten wir dieses accountgebundene Equipment, wäre so ein Mönch 3-Hit, da wette ich mit euch. Aber es wird natürlich auch immer schwerer. Ich bin mal angespannt, wie das dann sein wird mit unseren Dingens. Ich weiß auch noch gar nicht, was wir dann am Ende machen wollen, weil der Schamane kann ja drei verschiedene Sachen machen, also tanken, also das heißt der Defensive im Team sein, der die Mobs tankt und den Schaden aufnimmt. Der zweite ist der Damage Dealer, also Schaden machen ohne Ende. Oder der Heiler, den Heiler werde ich aber glaube ich nicht machen. Da, keine Ahnung, habe ich irgendwie keine Lust drauf, obwohl ich Heilen an sich nicht schlecht finde, aber trotzdem... Nee, ist ziemlich, ich denke ich mal, ziemlich langweilig. Tank ist, glaube ich, das Actionreicheste, finde ich jetzt mal, oder würde ich jetzt mal so sagen. Weil wir da die meisten Fehler machen können. Beim DD kann man zwar auch ziemlich viele Fehler machen und vor allem beim Heiler. Beim Heiler finde ich noch blöd, dass wenn mal das Team verrecken sollte, ist gleich wieder der Heiler schuld. Immer alles auf den Heiler schieben, die anderen haben ja gar nichts gemacht, ne? Nicht so ein manchmal ist es ja wirklich die Schuld vom Heiler. Aber trotzdem, manchmal ist es auch eine Schuld von einem anderen, vor allem vom Tank, weil der kann ja auch ziemlich viele Fehler machen. Und ich glaube auch, dass wir ziemlich viele Fehler machen werden, wenn wir mal tanken werden. Aber naja, noch sind wir kein Tank. Die Leute, die Übungsklirre, na super, das haben wir ja nicht gemacht. Ach, da machen wir es jetzt einfach nochmal. Dann sind wir schon fast Level 6 sogar. Ich wollte schon vor 30 Minuten aufhören. Und ich will jetzt auch endlich mal aufhören. Weil ich Angst habe, dass dann wieder die Aufnahme abbricht, wie bei Vice City. Und dann labere ich noch eine halbe Stunde weiter und dann bin ich wieder sehr traurig, weil hier kann man ja nicht den Spielstand zurücksetzen, weil wenn was passiert, dann ist es passiert. Weil es hier keine Speicherstände gibt, weil Online-Spiel und so, ne? Und ich will hier jetzt endlich mal wieder runter. Ach, da. Ich dachte, wir müssen erst da hoch. So, wo ist denn diese schöne Übungsglocke? Und wir sind natürlich wieder total falsch. Und meines muss ich ja noch auf Toilette. Schau, noch einen Grund aufzuhören. Ich höre auf, Leute. Ich höre wirklich auf. Ja, bald höre ich auf. Mit dem Let's Play höre ich übrigens
hoffentlich nie auf, weil es einfach Spaß macht, weil ich denke auch, dass ich noch mit 87 noch zocken werde, wenn ich dann nicht schon längst weg vom Fenster bin. Aber ich glaube, 87 hat man nicht mal so die Lust zum Zocken. Aber wenn ich Lust habe, dann mache ich natürlich noch weiter mit dem Zocken und vor allem weiter mit Let's Plays. Mit 87 gibt. Wer ist eigentlich der älteste Let's Player? Weiß ich gar nicht. Also den ältesten Let's Player, den ich jetzt kenne, ist glaube ich sogar krank, weil ich weiß nicht, wie alt er ist. 77 ist er, glaube ich, geboren worden. Also 77 sind gut 35 Jahre. Ist jetzt zwar nicht so alt, ist eigentlich noch die Blüte des Lebens, 35. Aber wer ist der älteste Let's Player? Gibt es vielleicht 60-jährige Let's Player? Kann es ja auch geben. Einfach mal Leute, die Lust haben, Let's Play anzufangen. Ein paar Oppes. Ich liebe dieses Wort Oppes irgendwie. Hört sich irgendwie lustig an. Ach, natürlich ist mich mal wieder davor. Wir haben ja die Glocke geläutet. Und naja. Wenn ihr mal einen alten Let's Player kennt, er muss ja nicht berühmt sein mit 20 Milliarden Abonnenten. Schreibt mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ich würde auch mal ein paar Videos von dem gerne anschauen. Aber bis jetzt kenne ich noch keinen. Bams. Ah, ich dachte, wir haben Schaden verloren. Na super. Wohin? Da hoch, oder? Ja, sieht gut aus. Was sind das eigentlich? Ein Weißfederkranich. Kranich kommt mir irgendwie bekannt vor. Also nicht das Tier Kranich, sondern der Name Kranich. Hieß der eine bei Alarm für Cobra 11 nicht? Kranich mit Nachnamen. Der eine Typ, der gestorben ist. Also nicht in echt gestorben ist, nicht im Real Life. Ja man, Real Life ist immer wichtig. Sondern in der Serie. Oder ist der anders? Freunde essen. Familie, Freunde essen. Ja, das ist eigentlich das Beste. Familie, Freunde essen. Und zocken natürlich noch. Das sind eigentlich so die vier Sachen. Und schlafen. Naja, ich hasse eigentlich schlafen, muss man mal so sagen. Ich hasse es, wenn der Tag vorbei ist und ich mich dann ins Bett legen muss. Das ist einfach scheiße. Am liebsten würde ich die Nächte durchmachen wie nichts und nie schlafen. Weil ich finde, Schlafen wird überbewertet. Aber wenn man mal so richtig hundemüde ist, was bei mir schon lange nicht mehr so war, dann ist, denke ich, Schlafen schon eine ziemlich geile Sache. Ich muss mal wieder eine Nacht durchmachen übrigens. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, das letzte Mal war es an meinem 16. Geburtstag, habe ich die Nacht durchgemacht. Und dann war ich am nächsten Tag völlig fertig und habe mich dann um, keine Ahnung, um 18 Uhr ins Bett gelegt. Das war ja ein super Geburtstag, habe ich mir dann gedacht. Aber naja, Nacht durchmachen. Und dann den nächsten Tag war ich auch ziemlich fertig mit der Welt. Aber naja, vielleicht irgendwann nochmal Nacht durchmachen und so. Oh Mann, die Wasserkneifer, die uns das Leben schwer machen. Sieht ziemlich lustig aus. Mit den zwei Glühstäben da. Aber auch ziemlich komische Geräusche. Eigentlich spiele ich ja WoW immer ohne Musik. Und höre da meine eigene Musik dabei. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt hier Linkin Park reinbringen könnte. Oder Rihanna oder was auch immer. Weil ich glaube, dann würde mir die GEMA, dann würde mich die GEMA einen Kopf kürzer machen und das wäre ja nicht so toll. Hätte ich nicht so die Lust dazu, mich da einzufinden. Aber naja, so ist es halt, ne? Wobei ich mir auch noch nicht so sicher bin, ob die Musik irgendwie rechtlich geschützt ist, aber ich glaube ja nicht. Und wenn, dann überredet man sie halt gekonnt wie bei Vice City. Das ist ja auch super geklappt. So, nächster Wasserkneifer tot und die Quest ist auch abgeschlossen. Jetzt müssen wir eine Sonnenperle finden oder aufheben oder... Finden und aufheben ist ja auch eigentlich das gleiche. Und jetzt bekommen wir ja schon wieder Hunger. Ich habe, glaube ich, heute nur einmal was gegessen. Das ist so ein komisches Fertiggericht, ey. Wobei das Fertiggericht eigentlich gar nicht mal so schlecht geschmeckt hat. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich wirklich nicht gedacht. Aber so war's. Sonst bin ich nicht so der Fertiggerichte-Fan, aber wenn es einfach mal schnell gehen muss, weil man nichts da hat, dann ist so ein Fertiggericht eigentlich nicht so schlecht. Ab und zu koche ich auch, weil ich jetzt nicht so der Kochmeister bin. Aber meistens bestelle ich sogar was.
Weil, keine Ahnung, da schmeckt es wenigstens und wirklich richtig teuer ist es jetzt auch nicht. So ein, keine Ahnung, so ein halber Kilo Nudeln für 10 Euro oder so. Macht satt und schmeckt gut und schmeckt gut. Ja, und man muss sich selber machen, das vor allem. Oder so ein Pot Gyros holen, ist auch nicht schlecht, ne? Eure Augen verraten, dass ihr viel reist. So, jetzt sind wir Level 6 schon. Oh, das vergesse ich auch immer wieder. Haben wir schon, ja, das da, das nicht, das auch nicht und. Ach so, ja, wir haben ein besseres Schild. Ja gut, unser Pantheleon ist auch Level 6 geworden. Ist ja Könnt ihr eure wunderprächtig. Ja. Leidenschaften beherrschen? Wunderprächtig. Was ist das jetzt? Wohin? Hallo? Das da? Benutzen in der Mitte des Teichs. Rein. Dahin. Oh. Hallo? Ich drehe mich jetzt nicht mehr. Was müssen wir machen? Ich gehe jetzt einfach mal ins Wasser. Benötigt Teich der Reflexion. Ne, der ist lieb. Dampfgeist. Vielleicht müssen wir den ja angeisten. Scheiße. Ne, ich habe keine Ahnung. Ich laufe jetzt einfach mal genau unter die Eins. Die singenden Teiche. Geht aber nicht. Das leuchtet auch so komisch. Ach, wisst ihr was? Mein Telefon klingelt gerade. Wer ruft mich um 2:13 Uhr an? Ach, jetzt hat er einfach mal Pech gehabt, weil ganz ehrlich, da habe ich jetzt keine Lust. Jetzt darüber ran zu. Oh, wir können auf Wasser laufen. Wir sind Jesus. Anscheinend will der Kollege auch nicht auflegen. Warte mal, da gehe ich jetzt doch mal rüber. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Also dann bis gleich. Tschüss. Tschüss.